Folge 50 und bekommen wir zur Feier des Tages einen neuen Wagen? Das wird sich herausstellen. Damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted. Wo ist der denn? Der klebt ja noch am Start. Schaut mal. Jetzt fährt er los. Was mich aber ärgert, dass wir ihm im zweiten Versuch wohl schlagen müssen. Bei der großen Klappe hätte ich ihn wirklich gerne bei allen Rennen sofort geschlagen, aber es war ziemlich knapp. Wir mussten den kürzeren ziehen und jetzt ein neuer Anlauf. Den Vorsprung, den wir hier haben, wird er sowieso früher oder später fressen, nämlich jetzt schon, weil das Gummiband wieder greift und wie, schaut mal, wieder angeschossen kommt. Mensch, 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 Mensch. Die Runde ist mal gar nicht so übel, aber es gibt so ein paar Stellen, wo man auf jeden Fall gut bremsen muss, um dann eben gut herauszukommen. Das war in der letzten Folge nämlich hier oben ein Fehler. Hier hätte er uns überholt und hier hätte er uns auch wieder überholt, wenn er knapp hinter uns gewesen wäre. Letzte Schlänge gerade bis zum Ziel und wir bleiben jetzt hier auch schon wieder hängen und er ist direkt hinter uns. Da kommen wir angeflogen, nicht nur er, auch wir. Upsa, oppa, die Bodenwelle war ja mies. Im Hintergrund hat man seine Reifen quietschen gehört und das Aufholen des Motors. Ah, hier wollte ich noch zu weit rechts fahren, da war aber nichts mehr, das ist wieder irgendwo hängen geblieben. Naja, kann mich ja noch freuen. So, die Kurve kenne ich, die habe ich jetzt mal besser genommen, wenn auch noch nicht optimal. Da bin ich ja in bisherigen Runden immer gegen die Wand gedonnert. Aber jetzt muss irgendwann mal Schluss sein und der Lerneffekt einsetzen. Ugh. Na? Der ist auf jeden Fall recht nah dran. Der biegt schon mal ab. Der Zivilist ist ja gar nicht mal so schlecht. Na, wir nehmen ihn dafür mit, aber wir müssen ja sowieso gleich abbremsen. Von daher gar nicht so schlimm. Irgendwas hat er hinter uns gerammt. Uns hat er doch nicht erwischt, oder? Sah ja nicht so aus. Hol ich mal mehr Anlauf hier. Roll mal bloß rein und dann wieder raus. So geht's auf jeden Fall besser und er holt trotzdem mächtig auf. Bisher läuft's ja ganz gut. Aber wird es auch in einer Runde auch noch so laufen? Hey, der ist ja gar nicht hinter uns. Wir hätten ihn doch jetzt sehen müssen. Nein. Gib jetzt doch nicht. Ey, jetzt dürfen wir nochmal diese... Oh, diese Haarnadel hier fahren. Nur zum Kotzen. Jetzt hat er einen Vorsprung. Ja, der fährt doch immer. Hey, wie kann er da außen lang fahren? Wir können da nicht lang. Habt ihr es gesehen? Der ist da durch diese Pfeile gefahren. Naja. Wir kommen ja immerhin mal näher ran. Und jetzt kommt wieder diese Kurve. Jetzt donnert er mal gegen die Wand. Also wenn wir ihn knapp vor uns haben, dann sieht das gar nicht mal so krass aus in Sachen Geschwindigkeit bei ihm. Weil der Gummiband, der greift eben überwiegend nur, wenn wir die Gegner nicht sehen. Klar. Da fällt sie eben nicht so sehr auf. Nein. Ich behalte mir auf jeden Fall noch etwas Nitro, weil hier unten kommt ja gleich eine lange bergab gerade. Der gibt davor nochmal Nitro. Na, jetzt wieder außen halten. Oh, das war eng. Können wir ihn ausbremsen? Schwierig. Auf jeden Fall jetzt vorne bleiben, wenn es so eng wird. Und dann nicht irgendwie blöd aufkommen, wie in der letzten Runde. Oh, das ist spannend. Na gut, etwas abbremsen kann ich verkehrt sein, aber der fliegt, glaube ich, zu weit, oder? Ja, prallt dagegen, wir aber leider auch. Das wird wieder nichts, oder? Oh, wieder um die letzte Kurve herumkommt. Nein, wieder in der letzten Kurve ist das gescheitert. Mann, also nochmal, wieder 4,5 Minuten umsonst, aber ich sag's ja, das Spiel wird dann einfach künstlich stärker. Schwieriger, sagen wir es mal so. Gegen Ende. Die ganzen Rennen zuvor waren ja an sich Pipifax, wenn man mal das K.O.-Rennen außer Acht lässt.
Und jetzt müssen wir das schon zum dritten Mal angehen. Na, das schaffen wir schon, Leute. Das schaffen wir. Ich will den Typen in dieser Folge erledigt sehen, also abserviert. Es bringt jetzt auch gar nicht, so verdammt schnell gut zu fahren jetzt am Anfang. Weil wenn wir nämlich einen krassen Vorsprung haben, zieht es ihn ja automatisch ran. Aber sauber und schnell durchzukommen, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Das steigert eben den Fahrrhythmus, den Fluss. Wenn wir den einfach mal drin haben, dann kann uns, sag ich mal, halb so viel passieren. Na, leider wieder hängen geblieben. Jetzt kommt er wieder ran, wir bleiben nochmal hängen. Jetzt wird er vorbeiziehen, oder? Außen? Nein, er hält sich noch knapp hinter uns. Vielleicht bin ich ja in der letzten Runde, also im letzten Rennen, hier zu früh auf die Eisen gegangen. Ich wollte abbremsen, damit ich nicht wieder so hinausschieße. Der ist wieder nicht hinter uns in der Kamera. Komisch. Hier, das wollte ich nämlich nicht, aber das wäre, glaube ich, besser gewesen. Denn so sind wir vorhin geblieben, dann nochmal beim Kurveneinfahrt. Bei der Kurveneinfahrt und dann eben, ja, war's das. Mann, wenn das Geschlingel nur etwas weiter hinten wäre, also nicht wirklich anstatt Ziel, weil da bleibt er oft gerne hängen. Das wäre so praktisch. Immer mal wieder kleine Nitro-Schübe geben. Er ist auf jeden Fall noch gut hinter uns. In Schlagdistanz, kann man sagen. Der hat seine Kurve da hinten auch nicht schlecht erwischt. Na. Jetzt sieht es schon mal beruhigend aus, aber wäre das schön, wenn das die letzte Runde wäre. Man muss ja eigentlich bloß gerade springen, nicht dass man hier noch irgendwo aneckt, nämlich hier. Das ist eigentlich das Geheimnis. Und ja, seht ihr, was bei rauskommt, wenn man eben hängen bleibt. Oh Mann, wie weit einer aber auch zurücksetzt, ey. Oh, das kann was werden in der letzten Runde. Nicht, dass wir jetzt nochmal heranfahren müssen. Nein, eben dieser dämliche Sprung da. Der muss echt nicht sein. Das macht's eben so zufällig. Weg da, wir haben was vor. Ah, zu früh eingelenkt, schade. Gewitter zieht auch noch auf, also rutschig. Eine glitschige Strecke. Ja, zwei Zivilistenkarren, aber kein großes Problem, der biegt ab. Wo will ich lang? Hier. Mann, da hat es mir so einen Schlag mitgegeben. So, jetzt wird's entscheidend. Und eben gleich nochmal, wirklich an der Spitzkehre, mich dreht's hier weg. Nitro kann schon helfen. Oh, 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 wieder so eng. Ja, das sieht gut aus. Zwar keiner hinter uns, wäre schön, aber schön gerade hier. Nicht zu sehr sprengen, bremsen und raus. Nein, 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 nein. So wird's nichts, Junge. Das sollten wir jetzt in der Tasche haben. Yep, endlich mal. Mann, im dritten Anlauf haben wir es endlich geschafft. So, weiter geht's. Nächstes Sprintrennen, bitte. Also Sprintrennen, wir müssen uns nicht unbedingt die Strecke merken. Bestenfalls fahren wir sie einfach nur einmal. Aber immer mal wieder oben auf die Prozentzahl schauen, wann wir denn richtig Gas geben müssen. Hm, danke, dass du uns anschiebst. Oh, na, boah, Frechheit.
gleich mal wieder vor ihn setzen. Das ist ein Gerammel hier. Wie bei den Hasen. Jetzt fährt er wieder innen vorbei. Bleibst du hier? Wir schauen uns sein Fahren einfach mal von hinten an. Sofern wir eben knapp hinter ihm sind und nicht irgendwo hängen bleiben, passt das ja soweit. Aber so. Tankstelle wollte ich schon einfach nochmal mitnehmen, auch wenn wir jetzt noch nicht den Rückstand haben. Jetzt sehen wir ihn leider nicht mehr, deswegen kann wieder der Gummiband besonders greifen. Der Gummiband-Effekt in dem Fall. Sonst hätte ich das Gummiband sagen müssen, wenn ich auf Effekt verzichtet hätte. Na, das hat so ein paar Probleme hier bei den Zivilisten. Wir eher weniger. Na, das klappt ganz gut. Wir kommen aber nicht wirklich näher ran. 50% vorüber. Also immer mal wieder auf die Prozentzahl schauen, auf die Karte und dann eben, was vor einem so los ist. Aber jetzt haben wir mal wieder jemanden gerammt. Das muss man so eine Mischung. Da muss man so eine Mischung beibehalten. Geschehen auf der Strecke, Karte und eben, wo wir gerade sind, bei wie viel Prozent. Na, haben wir den in den Weg geschoben? Nein, leider nicht. Das war jetzt zwar nicht mein vorheriges Ziel. Eigentlich war mein Ziel überhaupt nicht, diesen Müllwagen damit zu nehmen. So, 67%. Da kommt wieder ein Müllwagen an. Und der ist hängen geblieben. Ah, wir auch. Und wir nehmen gleich drei mit. So, hier war doch ein Verfolgungsstopper außen, oder? Ja, yep, aber da kommen wir nicht hin. Ist zu weit außen. Jetzt noch ein Viertel und der ist irgendwie da rein. Oder wir haben den Zivilisten da hinübergeschoben. Hier rolle ich mal lieber durch. So, 15% noch. Die Strecke schaut überschaubar aus. Da vorne kommt wieder ein starker Knick. Mit 60 km/h. Wir haben ja gerade Vorsprung und warum zu viel riskieren und da drüber hinausschießen und vielleicht irgendwo am Ausgang der Kurve kleben zu bleiben. Damit haben wir das ja auch. Da vorne ist schon das Ziel. So. Noch schön jemand mit ins Bild genommen und abgehoben. So muss das. Okay, letztes Rennen. Wieder ein Rundkurs. Drei Runden. Keine Ahnung, wie viele Runden, aber ich trinke nochmal kurz vor was. So. Hoffentlich letztes Rennen hier mit ihm. Ey, das sind wir doch gerade erst gefahren. Bloß in die andere Richtung. Ich glaub's ja nicht. Oh, was ist das denn? Sehen wir mal ganz genau unseren Unterboden, auch wenn wir nichts sehen. Nämlich alles schwarz. Ey, das ist doch die gleiche Strecke, bloß andersrum, oder wie? Also Reverse. Na toll. Mit 20. Wir sind gerade 27 km/h gefahren. So langsam wie vielleicht noch nie in einem Rennen, außer wenn wir aus dem Stand raus beschleunigen. Oh Mann, das ist wirklich die gleiche Strecke. Schaut mal auf die Karte. Wie ich das nicht mag. Generell, also bei richtigen Rennspielen, was heißt richtige Rennspiele, ist ja ein richtiges Rennspiel, aber bei Rennspielen mit richtigen Strecken, da finde ich es immer so bescheiden, die Kurse rückwärts zu fahren. Weil die gar nicht darauf ausgelegt sind, in die andere Richtung, entgegen des gedachten Uhrzeigersinns zu fahren. Jetzt haben wir 5 Sekunden Rückstand. Gut, es sind bloß 2 Runden, aber es pisst mich gerade etwas an, dass wir eben zum einen Rückstand haben und nochmal diesen Mist hier fahren. Andererseits kann man sagen, er kennt die Strecke schon. Na, wir fahren einfach mal weiter. Oh, der hat mir genau im Scheitelpunkt die Weiterfahrt versperrt. Da vorne schon das Ziel, ja, ist die gleiche Strecke, bloß in die andere Richtung. Super, das gefällt mir nicht. Vor allem, ich springe jetzt hier immer, das will ich gar nicht, aber ich müsste noch weiter nach links fahren, um das Ganze zu umgehen, um zu fahren. Oh Gott, wo fliegen wir denn hin? Bam, ist weg. Also ich glaube, das Rennen müssen wir nochmal angehen. Oh,
Oh, diese blöd. Also die war ja schon in der anderen Richtung blöd, diese Stelle hier. Aber jetzt geht's ja auch immer gar nicht. Ihr merkt, ich meckere zwar, aber es macht mich jetzt nicht irgendwie unstimmig, also dass ich jetzt das Spiel irgendwie scheiße finden würde. Keineswegs. Ich kritisiere einfach mal. Teilweise eben mich selbst, weil ich hier eben nicht Erster bin. Und teilweise, weil mich die Strecke vorher nicht so begeistert hat. Hält es auf einmal hinter uns? Habe ich irgendwas verpeilt? Wie ist denn jetzt auf einmal hinter uns gekommen? Ist der abseits irgendwo hängen geblieben oder hat es uns einfach zurück teleportiert? Muss ich mir selbst nochmal anschauen. Das ist sehr interessant. Au. Aber letzte Runde? Beschweren möchte ich mich da einfach mal nicht. Dann bin ich jetzt mal halbwegs ruhig und konzentriere mich hier einfach gut durchzukommen. Mit der Musik im Hintergrund sollte es ja kein Problem sein, gute Laune zu haben. Jetzt kommt dieses blöde Eck hier wieder. Aber da vorne schon das Ziel. Das sollten wir schaffen, aber keine Ahnung, was dem da widerfahren ist. Also das war ja sehr seltsam. Ich meine, der war die ganze Zeit vor uns. Auf einmal wurde er zurück teleportiert. Naja. Ihr habt es vielleicht gesehen oder ihr habt nochmal zurückgespult. Wir haben 60.000 Ablehnen bekommen und vielleicht noch mehr seinen Wagen. Listen, abserviert, genau. So passt das. Glückwunsch, zwei Symbole. Ich wähle erstmal die goldene Mitte. Und es ist... Ja, wie das hier geht, ey, das war jetzt zum vierten oder fünften Mal in Folge. Und ich muss sagen, ich habe hier kein System gefunden. Was ich jetzt gemacht habe zuletzt, ich habe mich immer sehr schnell entschieden, wo ich jetzt hinklicken möchte. Vielleicht hat das ja irgendeinen Einfluss. Je kürzer die Zeit ist, die man hier wartet, desto wahrscheinlicher ist es einfach, den Fahrzeugschein zu ergreifen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zum vierten oder fünften Mal in Folge schon den Fahrzeugschein beim ersten Mal erwischt. Nachdem die Teile letztens so ein Reinfall waren, gehe ich mal wieder auf Leistung. Ein Reifen-Upgrade. Also, Toru Sato mit seinem Mercedes. Der letzte Gegner vor Razor Bull. Einen Mercedes-Benz SLR McLaren fährt er. Seine Stärke sind Sprintrennen und sein Lebenslauf. Wenn Razor nicht wäre, würde Toro vermutlich immer noch von der Blacklist träumen. Razor meint, er hätte ihn im Griff. Dabei ist die Lackierung noch das einzige serienmäßige an Toros Wagen. Er hat Kratzer an seiner Kiste, also verpass ihm einen kleinen Schubser, wenn du kannst. Na, bestenfalls verpassen wir ihm unser Rücklichter und das die ganze Zeit über. Oh Mann, letzter Gegner vor Razor. Er wurde verdrängt von diesem Kackarsch. Den hätte ich auch gerne und den BMW bekommen wir, wenn wir es dann schaffen, sowieso. Würde ich jetzt mal von ausgehen, wer weiß, vielleicht wird sich ja Razor wehren. Ha, Schild. Sein Spitzname Bull meldet sich mir nochmal, das ist Rock. Es ist Mia, Top 3 geknackt. Du hast die Top 3 geknackt. Und das, obwohl du nichts hattest, als du aus dem Knast gekommen bist. Nicht übel. Noch ein Blacklist-Fahrer und Razor gehört uns. Na, 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 Mia, nicht zu bescheiden. Du bist nicht nichts. Von daher, du hast uns auf die Sprünge geholfen. Das verdanken wir auch dir. Und wir gehen weiter. Wir schauen uns einfach mal den neuen Wagen an. Nein, hier möchte ich nicht nochmal hin. Ein Drag-Rennen ist ja auch wieder mit dabei. Aber erst einmal zum Unterschlupf. Wagenauswahl. Fiat Punto? Nein, aber was mal interessant wäre, wenn wir jetzt mit dem Fiat nochmal ein Blacklist reinfahren würden, würden wir dann mithalten können? Das wäre eigentlich mal interessant. Aber erst einmal diesen hier. Schaut ja an sich nicht schlecht aus, wenn diese Lackierung nicht so verpixelt wäre. Ah, wie stark ist er denn? Wollte ich noch mal schauen. Boah, der ist ja richtig schlechter als die anderen, die wir haben. Krass. Ist er noch nicht voll ausgebaut oder ist der generell schlechter? Freifahrt fortsetzen, ja genau das wollte ich. Und wir schauen mal, wie er so klingt. Sieht ja an sich nicht schlecht aus.
Ja, kann man sich auch anhören. Optisch ist er sowieso ein sehr schöner Wagen, dieser Aston Martin DB9. Auf jeden Fall ein Heckantriebler. Und Donuts kann man damit auch wunderbar drehen und das über einen Bordstein. Super. Der Heckflügel passt soweit auch für ihn. Also ich werde mal kurz in die Garage, also in den Tuning-Shop fahren, um einfach mal zu schauen, was so noch möglich ist mit diesem Wagen. Und vielleicht bekommt er doch eine andere Lackierung, zumindest ein anderes Vinyl. Das sieht nämlich so kantig aus. Hopsa, Burger King ist hier. Ja, die haben sich hier irgendwie in das Spiel reingeschlichen als einzige Werbung, oder? Ich habe nur noch keine richtige wahrgenommen, keine andere. Ne, gehen wir erstmal zur Leistung. So, Motor geht auf jeden Fall noch. 100.000, also da frage ich mich dann, ob der Wagen überhaupt da rankommt, wo wir unsere bisherigen haben. Wenn ich dem jetzt noch was gebe. Hier sehen wir eigentlich schon am Symbol, da gibt es nichts mehr. Nehme ich jetzt mal an, aber Kontrolle ist gut und Kontrolle ist besser. Ja, ist bloß der Motor, aber lohnt sich das? Weil so verdammt viel schneller macht das Ding gar nicht, diesen Aston Martin. Von daher möchte ich das Geld lieber sparen, um vielleicht mal den Fiat Punto auf Maximum zu bringen. Ein Turbo geht noch. Ja, das bringt dann schon wieder was. Oder eben den Mazda X8 zu holen. Also 160.000 müssten wir in etwa ausgeben. Für deutlich mehr Beschleunigung und auch gut Höchstgeschwindigkeit. Aber der kommt dann eben immer noch nicht ran an unsere bisherigen Wagen. Von daher wird das wohl so ein Nebenwagen sein. Ein Zweit-, Viert-, Fünftwagen. Und deswegen gehen wir dann eher mal in die Optik. Mal schauen. Ist schon die letzte Karosse. Mit den Rohren an der Seite. Das gefällt mir schon mal. Deswegen wird das wohl auch dieses Karosserie-Kit bleiben. Obwohl, das sieht ja auch nicht schlecht aus. Dann schaue ich mir nochmal die 5 an. Ja, auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, da bleiben wir einfach mal hier bei der 5. Spoiler möchte ich sowieso behalten. Die Felgen sehen auch ganz gut aus. Die können wir auch lassen. Wir können eigentlich bloß... Na, die Motorhaube wäre ich mir... Ja. Werde ich mir nochmal etwas anpassen. Ich mag es ja eher schlicht bei den ganzen Wagen. Habt ihr ja schon mitbekommen. Obwohl, bei der Mitsubishi hatte ich hier GeForce drauf. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Also früher hat mir das vielleicht gefallen. Aber mittlerweile finde ich sowas gar nicht mehr schön. Da finde ich es eher schlicht. Besser. Wie sieht denn die Serie aus? Hat ja auch schon ein paar Einlässe. Schauen wir mal kurz auf die Motorhaube. Na, da kann ich auch die vorherige lassen. Was hatten wir, die 9? Ich lasse den Wagen einfach mal so an sich. Vielleicht doch irgendwie eine andere Farbe oder eben mal was ausprobieren, Optik. Vinyl, keine Ahnung, werde ich mir jetzt wohl nicht merken, welches der drauf hat. Schaue ich jetzt auch nicht nach, deswegen werde ich mal die Serie drauf klatschen. Und dann gehen wir mal auf den Lack. Jetzt ist die Maus wieder nicht da, aber ich habe es schon schnell gefunden. Hochglanz. Oh, schwarz steht ihm aber auch nicht schlecht, aber unsere Corvette ist ja schon schwarz. Vielleicht das dunkelblau Spezial da hinten? Hm. Oder hier das matte Weiß. Hm. Oder das Schwarz oder das Grau? Ist zu grell? Hm, gar nicht so einfach. Das sieht ja aus wie ein Silberpfeil, aber hat auch was. Das müsste ja eigentlich eher zu Mercedes passen, deswegen werde ich die Farbe mal wirklich für den Mercedes bereithalten. Ich schaue nochmal kurz hier hinten die beiden an. Das wäre eher ein Rot. Kommt bestimmt auf den Winkel drauf an, wo wir gerade sind. Also ich werde wohl mal das hier nehmen, ja.
Das drauf, einkaufen, danke. Und dann schauen wir nochmal bei den Vinyls nach oder bei diesem einzigartigen Zeug. Bei den Vinyls. Sieht man alles nicht, aber kann man eben vielleicht nochmal anpassen. Nee, das sieht alles blöd aus. Gefällt mir nicht. Hier gibt es bloß zwei Drachen, ist auch nicht so das Wahre. Karosserie hatten wir ja schon mal. Geh ich gleich mal ganz hinter. Das, ja, sieht auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht aus. Ich schau mal, was für eine Farbe es da gibt. Farbe 2 mal auswählen. Ist alles so dunkel, obwohl es weiß ist. Schwarz vielleicht? Nee, da gefällt es mir eigentlich besser, wenn man das wirklich in der Standardfarbe belässt. Ich schaue bloß mal kurz, ob mich hier noch irgendwas überzeugt. Dann mache ich vielleicht mal ein ganz schlichtes Weiß drauf. Na, das Grau zieht schon ganz schön runter, weil die Kombi passt gar nicht. Jetzt kommen wir gleich wieder bei unseren Streifen an. Die Folge ist auch schon wieder ganz schön lang, sehe ich gerade. Hat mich ja irgendwie aufgehalten, aber wir haben ja gerade sowieso nichts weiteres zu tun. Ganz schön verschlafen. Nationalflagge? Nee, Rennflagge vielleicht? Das sieht man aber alles auf dem Lack so schlecht, deswegen werde ich das wohl belassen und einfach nochmal die Felgen anpassen. Mein letzter Schritt für diese Folge. Ja, deswegen... Oder? Was Rotes? Nee, gelb nicht. Also ich bleib hier beim Schwarz. Ganz schlicht. Wir sind jetzt ganz schön lange hier durch die Garage getingelt, aber naja. Schaden kann sie nicht. Wir werden das draufpacken und werden ihn einfach mal die nächsten Rennen testen. Allerdings nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.